was zuletzt bei White Day geschah. How do we get in? Yeah, I wonder how we can do it. Hi, Mädels. Oh my, you totally startled me just then. So, und da wären wir dann auch wieder, meine lieben Freunde. Ich grüße euch und heiße euch willkommen zurück zu White Day. Ja, ich habe meine Cam mal ein bisschen umgestellt. Also ihr seht mich jetzt so im Profil. Und ja, beim letzten Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Und wir klettern jetzt hier in diesen sehr vertrauenserweckenden Lüftungsschacht, um einer... Wow! Wow, was geht ab, Alter? Scheiße! Leco mio! Okay, warum hat er den jetzt verprügelt? Hat er den totgeschlagen, oder? Ey... Das ist so heftig. Oh, okay. Ja, schön. Ich habe übrigens nochmal nachspielen müssen bis zu dem Punkt mit dem Lüftungsschacht, weil ich beim letzten Mal ja intelligenterweise vergessen habe zu speichern. Hatte aber auch einen Vorteil. Ich habe noch einen zusätzlichen... okay, viel zu heißer Dampf, ich komme nicht drauf vorbei. Ja. hatte auch den Vorteil, ich habe einen zusätzlichen Filzstift gefunden. Einige Rätsel müssen mit dem Cursor gelöst werden. Wenn der Cursor die Form einer Hand annimmt, kann der entsprechende Bereich manipuliert werden. Bewege die Objekte und versuche das Rätsel zu lösen. Gut, machen wir. Yay, wo sind wir denn hier? Okay, ja. Okay, alles klar. So, ja genau, ich habe einen zusätzlichen Filzstift gefunden und noch ein Dokument. Okay. Das werden wir jetzt dann nochmal zusammen durchlesen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Habe mir das jetzt extra aufgehoben für euch. Damit ihr auch was davon habt. Und ja, genau. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, das war das mit dem Dampf. Das heißt, ich muss jetzt hier lang, ne? Ja, cool, ja. Yippie! Wow, was ist denn jetzt kaputt? Was geht jetzt ab? Wow, super. Okay, ich traue mich wetten, wir müssen uns beeilen, weil sonst irgendwie der Hausmeister da kommt oder wie auch immer das war. Willst du mich jetzt verkohlen? Ah! Jawohl, gut, schön. Das war jetzt gar nicht so schwer. Was haben wir da jetzt gekriegt? Ein Schlüssel auf jeden Fall. Und was ist das andere? Hallo? Ich habe kein Licht angemacht. Notiz des Montagetechnikers. Die vorhandene Verkabelung ist verbogen und die Metalldrähte sind stark korrodiert. Die Reparatur wird mehrere Tage andauern. Die Ursache der Korrosion ist unklar. Sollte die Korrosion eine Überladung verursachen und einen Alarm auslösen, kann dieser vorübergehend durch die Verknüpfung der dritten und vierten Steckleuchte unterbrochen werden. Also das ist das, was wir gerade gemacht haben. Ja, okay. So, Moment, ich habe ja noch was gefunden gehabt und zwar... Und zwar hier,
Das Geheimnis des Teichs. Vor langer Zeit befand sich ein kleiner Teich, ein kleiner Teich zwischen dem Hauptgebäude und dem Hörsaal. Es heißt, er wurde während des Krieges von einem Bombenanschlag verursacht und es wurde dabei ein dort von Flüchtlingen aufgeschlagenes Zelt zerstört. Es gab keine Überlebenden. Man erzählte sich, der Grund des Teiches sei von ihrem Blut rot verfärbt. Doch es gibt noch weitere Geschichten über den Teich. Es heißt, wer seinen Schwarm bittet, sich am Teich zu treffen, soll für alle Zeit gemeinsam glücklich werden, sollte er auch auftauchen. Doch lässt dein Schwarm sich nicht blicken, so musst du durch den Fluch des Teiches sterben. Da Som, eine stille und schüchterne Schülerin, war in einen älteren Schüler namens Chan Yeol verliebt. Ihre Sehnsucht wuchs und wuchs, bis sie nicht mehr ertragen konnte. Also schrieb sie einen Brief an Chan Yeol und bat ihn, sie am Teich zu treffen. Doch ihr Brief erreichte ihn nie. Der Brief wurde zwar fleißig weitergereicht, doch irgendwo auf dem Weg ging er verloren. Da Som wusste nicht, dass der Brief nicht angekommen war und wartete am Ufer des Teiches die ganze Nacht auf ihn. Nach der kalten Nacht am Teich bekam sie ein hohes Fieber, das sie für längere Zeit von der Schule fernhielt. Als der Som schließlich zurückkehrte, war sie noch stiller und ängstlicher als zuvor. Ihre Freunde versuchten, sie zu trösten, doch schließlich wechselte sie die Schule. Nur wenige Tage darauf fand man ihre Leiche im Teich. Es heißt, an Nächten mit einem abnehmenden Mond könne man einen Geist sehen, der schweigend von außen in die Schule blickt. Angeblich sucht der aufgedunsene Geist, dessen wilde Augen unter den nassen Haaren hervorblitzen, nach dem Jungen, der ihren Brief besitzt. Okay, das ist leicht gruselig. Aber nur ein bisschen. Metallmarke, eine Holzmarke, die mit dem Symbol für Metall versehen ist. Ein Glücksbringer. Ja, nice, den können wir vielleicht gebrauchen. Dieser Schlüssel schließt das Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehrer auf. Auch nice. Können wir auch gebrauchen. Was ist das denn hier? Love is Marine Madness. Okay, und was macht man? Okay, was macht man damit? Ich habe keine Ahnung. Hallo. Die Tür geht nicht auf. Warum sollte sie denn auch? Oh, hi. Hallöchen. Huh, not bad. Thanks a lot. Diese Schule scheint ein gefährlicher Ort zu sein. Und ich glaube, der Hausmeister ist wahnsinnig. Kümmere dich das nächste Mal doch selber darum. Das da. You're not trying to scare me, are you? I'm not that gullible. Oh, but did you know? This school used to be a hospital during the Korean War. Rumor has it the whole school is haunted because so many people died here during that time. Okay. Maybe the rumor's true. I mean, especially on a night like this. Oh! Ist das eine dumme Britschen? Ist das eine blöde Britschen? Ah, doch, ich mag Geistergeschichten. Ich grusel mich gerne. Ach, du hast noch was zu erledigen. So, was denn? Schlüssel für den zentralen Korridor von Hauptgebäude 1. Hauptgebäude 1? Gibt's mehrere? Dieser Schlüssel schließt die Feuertür des zentralen Korridors im Erdgeschoss von Hauptgebäude 1 auf. Ja, es gibt mehrere Gebäude. Ich bilde mal mich zu erinnern, dass das... Als 3 oder 4? Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, 3 oder 4 Gebäude müsste es geben, ja. Natürlich bin ich noch hier. Ja, Mädchen. Ich geb dir gleich Chicken. Wer ist hier? Ist Chicken? Bock.
Gut, also hier gibt's nichts mehr für uns. Was war das? Ich hatte gerade einen schwarzen Streifen über dem OBS. Wieso auch immer. Was für ein seltsamer Baum. Also, dann gehen wir halt. Ohne dich. Nee, da darf ich nicht rein. Was ist denn das hier? Katzen! Mounties! Mieze, Mauze, Moze! Okay. Gut. Hallo? Och nee! Nee! Echt jetzt? Och nö! Ja, und wie entkomme ich dem Böschler? Das zeigst du mir jetzt hoffentlich. Ah! Nice, wir haben Unterstützung. Ja, deswegen muss man ja gleich die Leute verprügeln oder was? Scheiße, Strafe, das nennst du Strafe. Er scheint verrückt zu sein. Ja, Strafe, das nennst du Strafe? What do you mean? Anyway, he's nice in the daytime. Super. You're the transfer student. I'm in your homeroom. Remember? Nein, ich glaube nicht, tut mir leid. Ja, du warst heute zusammen mit So-Young unterwegs, oder? Ja. You know So-Young? Well, I guess everybody knows her, actually. I'm Ji-Hun-Sol. Ji-Hun-Sol, okay. Oh, du kennst meinen Namen. What are you doing here at this hour? Du kennst meinen Namen, So-So. Ich muss So-Young etwas geben. Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Hmm. I think you're incredibly brave. All alone this late. Okay. Tell me something. I always see you alone. Don't you have friends? Ich weiß ja nicht, warum dich das interessiert. Mach dir keine Sorgen, ich bin gern allein. Ich hab dich. Ach komm, flirt mal ein bisschen zurück. Huh? Oh. Yeah, that's right. But you'll make more soon. Okay, I'm going to go now. Bye bye. Gehab dich wohl. Tschüssi. Sollte der Hausmeister dich auf seinem Rundgang entdecken, wird er dich erbarmungslos verfolgen. Wenn du Licht benutzt oder dich schnell bewegst, steigt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Auf Schwierigkeitsgraden leichter als normal wirst du mit einem Augensymbol vor dem Hausmeister gewarnt, wenn er sich in der Nähe befindet. Wie schön, das hätte man mir ja auch irgendwie vorher mal sagen können. Ja, wieso habe ich da jetzt ein Augensymbol da oben? Ich habe die Schwierigkeitsstufe normal. Die hab ich wirklich. Oder nicht? Spieloptionen. Achso, sehe ich das jetzt noch irgendwo? Nein. Das will ich nicht. Ja, nee, keine Ahnung. Ach, Mann. Wieso habe ich jetzt ein Augensymbol?
Oha. Das kapiere ich jetzt gerade nicht so ganz. Ich habe doch auf normal stehen. Sieht er mich so? Oh, Schande. Wow. Au. Geh weg. Geh weg. Ah. Nein. Ach, Mann. Oh. Menno. Wieso bin ich jetzt an dem nicht vorbeigekommen? Ach. Der Spiel speichert ja doch automatisch. Naja, gut, okay. Schön zu wissen. Ich muss also nicht alles ganz von vorne machen. So, und jetzt. Genau, das war das mit dem Augensymbol. Was ist das denn? Ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Ich will jetzt aber. Das Augensymbol ist weg. Dann gib mir mal. Oh, ein Feuerzeug. Feuerzeug ist bestimmt hilfreich. Mit der Taste Feuerzeug R kannst du das Feuerzeug verwenden. Mit dem Feuerzeug kannst du Bereiche beleuchten, ohne Gefahr zu laufen, von einem Hausmeister erwischt zu werden. Die Sichtweite ist jedoch eingeschränkt. Wenn du rennst, geht dein Feuerzeug aus. Okay, ja, kein Problem, kann ich mit leben. So, dann. Was gibt es denn hier noch zu entdecken? Oh, da blinkt's. Ein 5-Gramm-Gewicht. Okay. Und Dokumente. Hinweis der Gebäudewartung. Installationshinweis. Um dem ständigen Ersatz von Schlössern und Schlüsseln in der Schule entgegenzuwirken, haben wir eine Maschine erworben, mit der Schlüssel kombiniert und zerlegt werden können und sie in der Werkstatt platziert. Wir bitten die Leitung der Einrichtung, das involvierte Personal in der Verwendung und Wartung dieser Maschine zu schulen. Kombinationsanweisungen. Legen Sie 2 kleine Schlüssel auf die Ablage. Betätigen Sie den Hebel, um die Schlüssel zu kombinieren. Ein bereits kombinierter Schlüssel lässt sich nicht weiter kombinieren. Demontageanweisungen. Legen Sie einen kombinierten Schlüssel auf die Ablage. Betätigen Sie den Hebel, um den Schlüssel zu zerlegen. Die aktuell verwendeten Schlüssel für die Postfächer der Schule werden durch Kombinationsschlüssel ersetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Wer flüstert denn da dauernd? Das ist ja ekelhaft. Gut, das heißt, ich brauche 2 Schlüssel, um diese komische Maschine zu benutzen, die wir da vorhin gesehen haben. Na gut, na gut, na gut. Ich mache hier trotzdem mal lieber aus. Nein, ich drücke immer rechte Maustaste. Ich weiß nicht, warum. Keine Hausmeister zu sehen. Ich habe Angst. Ich mag diese Geräusche nicht. Okay, da ist nichts drin. Aber da haben wir was. Ach, es ist so dunkel. So yummy. Yum, 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 yum. Erbsensaft. Mmm, lecker, 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 lecker. Okay, wir brauchen eine Kombination. Oh, Schande. So, und es gibt ja offenbar. Ich habe offenbar doch einen falschen Schwierigkeitsgrad gewählt. Ich will nicht, dass der jetzt hier reinkommt. Geh weg. Er ist weg.
Puh, 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 puh. Aber was ich jetzt machen werde, bevor ich wieder drauf gehe, ich werde auf jeden Fall mal speichern. Möchtest du auf diesem Speicherplatz speichern? Ja, natürlich möchte ich das. Lieben gerne. Ich habe Fotos auf der Pinnwand hinterlassen. Von was denn, wie ich das letzte Mal umgehauen wurde. Jetzt habe ich wieder zwei... ich brauche die Filzstifte hier zum Speichern. Was? Okay, okay, ja. Alles klar, hab's kapiert. Aber warum habe ich jetzt... Was ist jetzt? Oh. Okay. Was habe ich denn jetzt ausgelöst, bitteschön? Alles klar. Okay. Okay, okay, okay. Nichts fragen, nichts sagen. Ui, was haben wir denn da? Einen Liebesbrief. Ein Liebesbrief verfasst von einer Schülerin. Okay, gut, ja. Nehmen wir. Auch wenn wir ihn nicht lesen. Ich bin nicht neugierig, nein. So, dann gucken wir mal hier, was es hier so Schönes gibt. Dokumente. In den Schrank gesperrte Frau. Tehun musste schon wieder nachsitzen. Er sollte einen Aufsatz schreiben, in dem er sich dafür entschuldigte, dass er am Nachmittag jemanden verprügelt hatte. Tehuns Problem mit dieser Geschichte war jedoch, dass er als einziger bestraft wurde. Er vermutete, dass der Junge, mit dem er sich geprügelt hatte, aus einer reichen Familie stammte. Tehun wusste, dass der Koordinator der Einrichtung korrupt genug war, um Bestechungsgelder zu nehmen. Mein Pech, dachte er sich. Sein Arm war so müde von all dem Schreiben, dass es sich anfühlte, als würde er gleich abfallen. Zudem litt er noch unter den Nachwirkungen des Kampfes. Der andere Schüler konnte sich in einem fairen Kampf nicht mit Tehun messen, also hat er ihn mit einem Besen attackiert. Just in dem Moment, als Tehun den Besen aus der Hand des anderen gerungen hatte, war der Koordinator aufgetaucht. Also musste Tehun noch mehr Prügel einstecken. Daran zu denken, machte ihn wütend. Er versuchte, sich zu beruhigen und beschloss, den Jungen zu verprügeln, sobald er ihn das nächste Mal sah. Plötzlich hörte er ein Geräusch aus dem Schrank hinter ihm. Es klang, als wäre eine Maus darin gefangen. Da das Gebäude sehr alt war, war das keine Seltenheit. Er versuchte, es zu ignorieren und seinen Aufsatz zu schreiben. Doch das Geräusch hielt an. Genervt riss Tehun die Schranktür auf. Was er dort fand, war keine Maus. Es gab Gerüchte, Leute hätten den Kopf eines Mädchens aus diesem Schrank fliegen sehen. Zudem hieß es, es wären die zerquetschten und verunstalteten Körper männlicher Schüler in dem Schrank aufgefunden worden. Die Lehrer versuchten, die Gerüchte zu stoppen, doch es war aussichtslos. Der Legende nach diente diese Schule einst als ein Internierungslager für politische Häftlinge während der Besatzung. Viele wurden hier zu Tode gefoltert, als Verräter gebrandmarkt. Unter diesen armen Seelen befand sich auch eine Frau, die anstelle ihres Ehemanns verhaftet worden war, nachdem dieser durch Flucht seinem Wehrdienst entgangen war. Sie wurde brutal gefoltert, um den Aufenthaltsort ihres Mannes herauszufinden, doch sie schwieg beharrlich. Schließlich wurde sie in einen Schrank gesperrt, in dem sie weder liegen noch sitzen konnte. Sie starb langsam und unter Schmerzen. Nach Ende des Krieges wurde ihre Leiche geborgen. Es heißt, man konnte sie kaum in einen Sarg zwängen, da Hals und Gelenke in seltsamen Winkeln versteift waren. Die Schüler glauben, dass ihr Geist noch immer hier umherwandert. Es heißt, wenn man des Nachts den Schrank öffnet, streckt sich ihr krummer Hals auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer hervor. Oh, das ist... Also die Vorstellung ist schon dezent widerlich, ne? Wobei ich mir schon gut vorstellen kann, dass es sowas mit Sicherheit gegeben hat.
So, da brauche ich auch einen Schlüssel. Na, hey, 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 nicht rausschubsen hier. Oh, Beruhigungspillen. Beruhigt bei Einnahme die Nerven. Werd mir bestimmt irgendwann mal gebrauchen. So, da ist nichts. Da auch nicht. Was haben wir denn hier? Nicht. Das da oben können wir auch nicht. Was ist, hä? Bäh. Okay. Da hat jemand Tomatensoße zum Mittagessen gehabt. Blutiges Arbeitsbuch. Ein Mathematik-Arbeitsbuch mit Blutspuren. Ach Quatsch, da hat wieder jemand seine Tomatensoße verkleckert. So ist es, so schaut's aus. Nee. So, mehr gibt's hier nicht, mehr gibt's nicht. Gut. Dann, was nu? Was nu? Freunde der Volksmusik. Was ist das für Musik? Mach die weg. Weg. Die heißt bestimmt nichts Gutes. Da blinkt's. Eine Schulmünze. Ich will nicht. Hä? Das ist ihr Klassenzimmer. Ach, von So Jung. So Young. Die ihrem Namen alle Ehre macht. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Komm ich aber auch nirgendwo rein. Das hört sich nach Grillen an hier. Ach, nee. Lass mich in Ruhe. Wow, wo bin ich denn jetzt? Komme ich nicht rein? Ist da was? Ist da aber, nein, da ist nichts. Oh. Was haben wir da? Notiz aus dem Briefkasten des Hausmeisters. Hören Sie, Herr Sohn. Ich habe die Tür zur Lobby im ersten Stock vorübergehend verschlossen, dass sich einige Kinder in den abgesperrten Gang zum Hörsaal geschlichen haben. Sollten Sie den Schlüssel brauchen, finden Sie ihn im Schlüsselkasten am Hauptbüro. Den Zugangscode habe ich in unserem Werkzeugkasten verstaut. Okay, der Werkzeugkasten ist aber unten, ne? Oh, das finde ich jetzt aber nicht toll. Echt nicht. Da ist auch verschlossen. Och Mann. Okay, ja, Leute, ich mache hier an der Stelle mal Schluss. Ich werde hier jetzt gleich speichern. Und dann, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Lasst mir bitte den Daumen nach oben da. Wenn ihr neu dabei seid, dann abonniert kostenlos meinen Kanal. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns auch zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Speichern. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Bleibt mir treu und ciao, ciao.